Hallo, liebe Community, hier ist der Yannick Physiskon. Willkommen zurück nach einem Monat Abstinenz. Mache ich mal wieder ein Let's Play. Ich habe ein Spiel gefunden, und zwar Call of Duty Ghosts. Und ich nehme euch mit auf diese abenteuerliche Reise. Wir fangen ein neues Spiel an und spielen mit normal. Viel Spaß. Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. 3 Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger, und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mach ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. Wieder muss ich mal sagen, dass die PlayStation 4 einer der besten Grafiken hat. Ich weiß jetzt nicht, wie die Xbox One aussieht, die Grafik, weil ich Xbox nicht spiele, sondern nur PlayStation. Noch eins. Aber mal gucken, wie das Spiel weiter verläuft. Ich habe das Spiel schon vor einem Jahr noch mal durchgespielt und dachte, ich kann es noch mal für euch aufnehmen. Hier bebt aber der Boden ganz schön, so. Ja. Ich wollte euch einfach mal mit auf die Reise nehmen. Von Call of Duty Ghosts. Nicht, dass hier jetzt noch Zombies kommen oder so. Verdammt. Das ist kein Erdbeben. Was redest du denn da? Beide gehen zum Haus und bleiben da. Ich gehe zum Truck. Aber der... Na los, Sohn! Komm, Logan! Na lauf, Mensch. Ich bin schneller als du. Was ist denn los? Alter. Ich lauf gleich vor, oh. Hier lang, Logan. Kletter rüber. Ah. Keine Ahnung. Komm schon! Ah! Noch viel mehr hält das Haus nicht mehr aus. Wir werden nicht sterben. Komm! Es klemmt! Okay. 3, 2, 1, schieb! Vor 15 Minuten. Wir kehren um zur Besprechung mit der neuen Crew.
Roger, wir bereiten Luftschleuse C. Cool. Shuttle in Andock, Endphase. Wir sind jetzt hier im Weltraum. Ich glaube, das ist hier die ISS, die Raumstation. 2 Meter, Rotationsdelta auf 0, Shuttle. Mosley, da ist unsere Erde. Andock, Mittelstellung aktiv, Beginne 1. Verstanden, Shuttle. Starte, Druckausgleich. Ah, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? 3 Monate? Shuttle, ihr habt angedockt. Keine Ahnung. Und ihr seid eingeparkt. Spiel gerade mal 6 Minuten. Die pennen hier schon alle im Hyperschlaf oder wie das heißt. Becker, hilf mir beim Entladen. Alles klar. Scheiße. Was ist denn hier los? Ja, mach hin, Vibe. Hui. Könnt jetzt hier jahrelang in der Luft schweben. Ich will nicht mehr. Wie wohl so eine Leiche nach 30 Jahren im Weltraum aussieht. Ist auch mal interessant. Dachte es Odin. Odin-Kontrolle. Wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Mosley. Verdammt, Houston. Baker, wir müssen uns sputen. 10 Sekunden. Alle in einem sicheren Bereich. Das Lager ist verstärkt. Mir nach. Jetzt müssen wir schnell hier raus. 2, 1. Voll wie im Film Gravity. Baker und ich sind noch hier. Heilige Scheiße. Verstanden, Mosley. Odin visiert Ladungen 3 und 4 nicht mehr an. Aber Ladung 2 wird noch sequenziert. Ziele erfasst. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin und zerstören. Ich komme ja schon so schnell ich kann. Wie viele Grad sind zur Destabilisierung nötig? 23 Grad, Back- oder Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. 23 Grad. Wir versenken dieses Ding im Ozean. Fängt ja schon mal gut an. Treffen in die Atmosphäre ein. Tod.
Ich glaube, sowas überlebt man nicht. Fast nicht mehr geschafft. Lauf weiter, wir überstehen das hier! Durch das Haus! Wir müssen springen! No, ich bin nicht tot. Lauf, Forrest. Komm hier rauf, Logan! Lauf einfach weiter! Schwer zu laufen, wenn hier alles explodiert. Call of Duty Ghosts. Mit Yannick von Sisko. Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach, eine leichte Beute. Wir kämpften, und auch gut, sodass wir ein blutiges Patt erreichten. Hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. Zehn Jahre später. Seid ihr da? Hesh, Logan. Verstanden. Ja, wir sind hier. Was gibt's? Berichte liegen vor. Dallas wurde letzte Nacht eingenommen. Die Mauer soll sofort überprüft werden. Mist. Gibt's Überlebende? Negativ. Ich dachte, du kannst den Schlaf brauchen. Ruhig, Junge. Hör zu. Hey, Riley hat was entdeckt. Schnapp dir deine Sachen, los. Team 2, seid ihr in unserer Nähe? Negativ, wir sind draußen. Habt ihr Jungs was? Riley hat. Wir sehen nach. Roger, wir sichern den Ausgang. 2-1 Ende. Eine gute Anekdote zum Spiel, der Hund, als sie das Spiel gemacht haben, haben sie ja alles wieder mit Motion Capture gemacht, also richtige Schauspieler genommen. Und für den Hund haben sie einen deutschen Schäferhund genommen. Da mussten sie sogar deutsche Befehle machen für den Hund. Also sagen. Sozusagen. Also ja.
Also, deutscher Schäferhund ist wirklich ein deutscher Schäferhund. Also, aus Deutschland gewesen. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Falls euch das interessiert. Oder auch nicht. Gehst nur die Treppe hoch. So geht man die Treppe hoch. Verdammt nah. Nimm die rechte Tür. Riley, komm mit, mein Junge. Riley hatte wohl Hunger. Friss hier draußen lieber nichts, Junge. Besorgen wir dir was Vernünftiges. Genau. 6-1, Lagebericht. Auch mal wieder meine Lieblingsknarre dabei. Alles okay. Verstanden. Sind unterwegs zu Sammelpunkt Silver. Riley. Treffpunkt an der Mauer. Wir sind unterwegs. Roger. Da ist sie. Sieht übel aus, aber sie steht noch. Yo, Sergeant, ist der Bereich sicher? So gut wie. Müssen noch diese Seite der Mauer. Wir nehmen die linke Seite. Sollte schnell gehen. Treffpunkt bei der Tankstelle. Alles klar. Aua. Shh. Riley, Riley. So. Hast du das gehört? Da ist jemand. Warte auf Riley. Greif dir das Ziel an. Sofort ausschalten. Alle ausschalten. So, meine Freunde, jetzt geht's richtig los. Diesen Monat schon 5. 2-1, wir haben noch ein Föderationsteam entdeckt. Treffpunkt Ausguck. Wir müssen uns neu formieren. Verstanden, sind unterwegs. Riley, hierher. Heilige Scheiße. Lasst ihn in Ruhe! Su país caerá tan fácil como su gente. Sie töten Zivilisten, wir müssen dahin! Riley, los! Los, weiter, Jungs. Sind unterwegs. Verstanden. Quiller Rauch markiert unsere Position. Ein Wunder, dass der Hund nicht getroffen wird. Komm nie mit dem Rücken zu mir, Fräulein.
Warum die die immer nicht abknallen, ey? Warum muss ich hier immer alles alleine machen? Verbündete beim grünen Rauch! Muss hier gar nicht ankommen. Ja. Logan, benutzt die Lenkraketen, um den Heli auszuschalten. Na, wenn er mal wieder kommen würde. Weg, du Scheißvieh. Ah. Jetzt aber. Los ans Steuer! Roger, übernehme den Transport. Logan, du überwachst von innen. Riley, komm. Minuten später, Fort Santa Monica. Das ist der Riley. Ein cooler Hund ist das. Ich habe von dem Angriff gehört. Seid ihr okay? Sicher doch. Papi. Begleitet mich. Dad, sie haben Zivilisten hingerichtet. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Dad. Hört zu, Jungs. Außer euch habe ich nichts mehr auf dieser Welt. Dad, hör zu. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad?
Was immer es ist. Logan und ich, wir sind bereit. Ja, ihr zwei geht ins Niemandsland. Moment. Echt jetzt? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Jungs hinter die Mauer. Wir gehen ins Nimmerland. Ihr tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen. Sammelt Infos über den Feind und bringt euren Arsch zurück. Wo genau im Niemandsland geht's denn hin? An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Ihr geht nach Hause. Nach Hause, nach Hause. Yeah, nach Hause. Wir nennen es Niemandsland. Ein Streifen der Zerstörung zwischen L.A. und San Diego. Erschaffen, als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Strände und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Dad sagte, dass nur wenige in Niemandsland operieren. Zu gefährlich, zu unvorhersehbar. Wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Nicht angreifen. Sie sollen näher kommen. Bereit machen. Jetzt. Schalt sie aus! Sicher. Gut gemacht, Riley. 20 Meilen. Augen auf. Es könnte mehr geben. Jetzt sind wir hier im Never Neverland. Bereit halten. In Kalifornien. Ruhig. Psst. Willkommen daheim. Ja, toll. Oder was davon übrig ist. Na los, weiter. Stalker 6, hier ist Viking. Nähern uns Zielposition. Verstanden? Verstanden. Viking, Achtung! Aktuelle Berichte weisen auf hohe Feindaktivität in diesem Gebiet hin. Wir haben es eilig. Holt euch die Daten und verschwindet sofort wieder. Home sweet home. Sicher. Danke, dass du mir zustimmst. Hey, sieh dir das an. Hätte nicht gedacht, das Teil nochmal zu sehen. Das heißt wohl, wir sollen weiter. Wie du dich daran erinnerst, da? Mm-mm. Na los. Ganz vorsichtig jetzt. Scheiße. Oh. Habe ich mich voll erschrocken. Scheiße. Gut. Klingt nach Ärger. Logan, mit Riley synchronisieren. Und los geht's. Gut, die Weste ist mit deiner Kamera synchronisiert. Damit leitest du ihn. Egal wohin, er wird dir folgen. Zieh dich ein wenig um. Ich sehe zwei Ziele voraus. Sie sollen sich trennen. Den Nahen zuerst ausschalten. Nett. Schön ins Genick gebissen. Und der andere. Versuch seine Aufmerksamkeit. Den schnappe ich mir. In Ordnung, Logan. Lass Riley die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzügler.
ein Scharfschütze auf dem Balkon. Der gehört mir. Okay, zuerst die Wache ausschalten. Na scheiße. Bin daneben gelaufen. Armer Riley. Warte, ein Scharfschütze auf dem Balkon. Der gehört mir. Okay, zuerst die Wache ausschalten. Oh, nur weil er mich gesehen hat, ey. Lass Riley die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzügler. Warte, ein Scharfschütze auf dem Balkon. Der gehört mir. Okay, zuerst die Wache ausschalten. Schön auf dem Schwanz, Alter. Mir nach. Kontakt in 10 Meter. Kontakt vorne! Granate. Ziel auf 11 Uhr. Kontakt vorne! Ziel neutralisiert. Rücke vor. Mächtig ab die Wumme, Alter. Stalker 6, wir haben hier was. Sieht aus, als würden sie sich durch die Trümmer graben. Was soll das heißen? Was denn für Trümmer? Stoßen auf Widerstand, aber wir schlagen uns durch. Gut so, Riley.
Mach ich's eben so. Gut so, Riley. Viking 1, wir erhalten Berichte von hoher Feindaktivität weiter vorn. Wenn ihr euch beeilt, ja, auf. Roger. Bewegung. Nachladen erstmal. Riley. Mehr. Hui. Die Spuren sind frisch. Sie sind wohl hier lang. So, Freunde, das war's mit der ersten Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Abonniert bitte meinen Kanal. Schreibt Kommentare unter das Video, wenn es online ist. Ich grüße nochmal meine Community an 15 Abonnenten. Ich hoffe, das wird nochmal mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Yannick Physiscon. Ciao.